Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mit einem kleinen Test nochmal an dieser Stelle. Ich hatte schon mal gezeigt oder versucht zu testen, wie schnell es geht mit dem neuen Pre-Patch-Event zu leveln. Mit den Änderungen, die Blizzard diesbezüglich jetzt gebracht hat, geht das Ganze wirklich nochmal, ich würde sagen, stabil schnell. Auf meinem Main-Channel hatte ich diesbezüglich bereits ein Video gemacht. Ihr könnt jetzt quasi, wenn ein Event in einer Zone ist, dieses immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder abschließen. Was dafür sorgt, dass ihr unfassbar schnell seid mit dem Leveln. Hängt teilweise ein bisschen davon ab, welche Aufgaben man zur Verfügung hat. Aber ich kann nur sagen, wir haben jetzt hier 50 Sekunden auf dem Tacho und habe schon wieder ein halbvolles Level. Und von dem einen Objective hat es mir die EP nicht angerechnet, was ein bisschen bitter war. Prinzipiell, ja, seid ihr jetzt so dermaßen schnell unterwegs, und ich glaube, ich werde diese Eber nicht schaffen, weil ich das Gear dafür nicht habe, dass man auch im Bereich von 60 bis 70 locker easy mit etwas Glück auf, weiß nicht, 2 Minuten pro Level kommen kann. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie die Aufgaben verteilt sind, welche am Start sind, etc. Zum Beispiel hier in der Sengenden Schlucht würde ich euch empfehlen, es gibt Aufgaben, die mit Hogger zusammenhängen, wo ihr eine Erinnerung an Hogger töten müsst. Es gibt eine, wo ihr so ein Kleiner heißt der, wo ihr den töten müsst. Das ist auch nur ein einziger Mob. Und diese Aufgaben gibt es in jedem Gebiet. Also jedes Gebiet hat, glaube ich, mindestens 1 oder 2 Aufgaben, wo ihr nur einen einzigen Mob töten müsst. Und wenn das geschehen ist, kriegt ihr um die 30%, 20-30% EP eines Levels geschenkt. Das ist ziemlich huge. Und dementsprechend auch hier dieses ist jetzt nicht so schwer. Deswegen, das ist jetzt das, was ich meine. Immer auf die Karte gucken, und die Dinger heißen Erinnerungen an, wenn es um einen speziellen Mob geht. Hier ist es jetzt Erinnerungen an Hogger. Je mehr Leute auf den Mob einprügeln, desto mehr EP oder LP hat er. Aber nichtsdestotrotz, ihr seht's, der Dude fliegt relativ schnell runter, würde ich jetzt mal behaupten. Ich hoffe, dass wir noch gleich in diese andere Zone zurückkommen. Und wenn alles nach Plan läuft, war der Gedanke in diesem Video innerhalb von, weiß ich nicht, 10 Minuten von 67 auf 70 zu kommen. Natürlich ist es nicht so schnell, wie man beispielsweise mit Remix aktuell noch leveln kann. Aber ich muss tatsächlich mal ein Lob aussprechen an Blizzard, wie sie das Event jetzt gefixt haben, ist... Also es ist auf jeden Fall deutlich besser, und zack, da seht ihr es. Hat mir ein Level up? Ne, hat mir nicht. Es ist deutlich besser geworden als vorher. Man kann jetzt viel, viel mehr Zeugs abfarmen. Auch das ist... Ja, das war ja der Kritikpunkt, den ich daran hatte, dass man zuvor, ja, ganz okay EP bekommen hat. Aber es hat einem halt nichts gebracht, weil man den ganzen Bums nicht wiederholen konnte. Hier jetzt, das Ding ist auch theoretisch eine Aufgabe, die sich sehr schnell abschließen lässt. Man braucht nur eine marklose Eberleber. Das zählt auch bei jedem Spieler. Wenn ein Spieler einen Eber killt und so eine makellose Leber bekommt, dann gilt die Aufgabe als erfüllt. Ding, Level up. So. Hoffen wir jetzt mal lieber mittelmäßig. Das kostet jetzt Zeit. Das kostet definitiv Zeit. Zeit, die wir nicht haben. Und da ist es. Level 68. Noch dazu gibt es immer mal ein bisschen Gear. Das ist besonders jetzt für meinen Priester gut. Jetzt seht ihr hier wieder, haben wir Erinnerungen an Kleiner. Das war das, wo ich eben, warum auch immer, nicht die IP bekommen habe, die ich hätte bekommen sollen. Und wenn wir jetzt zu dem rüberfliegen... Ihr seht, der ist schon ziemlich low, der ist gleich tot, dann gibt es wieder die EP. Und das kann man aktuell, zack, sehr gut aneinander reihen und sich ordentlich mit Erfahrungspunkten eindecken. Jetzt haben wir, glaube ich, ne, haben keins am Start,
wo ich sagen würde, das geht super schnell, da muss man nur einen Mob töten. Daran erinnere Da ich könnt ihr mich. jetzt theoretisch, entweder beteiligt ihr euch an einer der Wir haben Sachen, die es hier gerade einmal angehen, geschafft. Wir oder schaffen aber ihr es fliegt wieder. rum und guckt, Ragnaros drohte Azeroth mit wo die Flammen Spieler zu mit am weitesten verzehren. sind Kein Wunder, und dass ihr nicht hämmert dann vergisst. da mit drauf. Ist jetzt nicht die feine Art, aber hier sehen wir jetzt zum Beispiel, er besiegt Erinnerungen an vergangene Kämpfe. Das scheint jetzt hier das Schnellste zu sein. Deswegen halten wir uns jetzt hier auf, sacken die EP ein und mit jedem Ding, was dann halt eben wieder abgeschlossen wird, ist die Gefahr oder die Chance sehr, sehr groß, dass wir dann wieder besiegt Hogger oder besiegt diesen Kleiner oder sonst was haben. Noch dazu, ne netter Nebeneffekt, man farmt ganz gut Erinnerungsreste. Also, ich glaube, ich hatte auf diesem Char um die 2000, bevor ich diese Videos heute aufgenommen hatte. Und mittlerweile stehen wir bei 13k. Also, was ich damit sagen möchte, ist eigentlich, es ist Seltsame Erinnerungen wahrscheinlich nicht Azeroth die uns schnellste zeigt. Methode, um irgendwie von 60 auf 70 zu leveln. Aber wenn ihr eh sagt, okay, ich möchte oder ich muss diese Währung farmen, ich möchte diese Währung farmen, weil ich mir Belohnung kaufen möchte, dann würde ich den ganzen Krimskrams mit einem Twink spielen, der zwischen Level 60 und Level 70 ist in dem Fall. Ihr kriegt auf der einen Seite Gear für euren Twink, das ihr dann vielleicht verwenden könnt, sobald es in The War Within reingeht. Ihr bekommt Erfahrung und habt damit dann mehr Level 8, 70er am Start. Zack. Nächstes EP-Dingens, ihr bekommt diese Essenzen, diese Erinnerungen, wodurch ihr euch am Ende dann einen Crafted-Ring holen könnt, Ich frage mich, beziehungsweise einen was Erbstück-Ring. Azeroth uns mit Jetzt diesen ist da oben Echos wieder die sagen Erinnerung an will. Hogger am Start. Und wenn der jetzt stirbt, jetzt seht ihr hier, Azeroth haben auf braucht dem Level anscheinend gerade keine 2 Minuten historische 53 Aufzeichnungen. Playtime. Also etwas über 3 Minuten werden es dann am Ende sein für ein Level. Und das ist ziemlich gut, würde ich sagen. Ich kann gerade nicht sagen, wie die Rate ist in diesem Levelbereich, wenn man jetzt beispielsweise Time Walking Dungeons spielt. Aber für mich als jemanden, dem Level ziemlich auf den Sack geht, macht das gerade sogar halbwegs Spaß. Wir ziehen jetzt hier dieses Video auf jeden Fall noch durch, bis ich Level 70 bin. Eigentlich hatte ich nie vorgehabt, diesen Char auf Level 70 zu spielen. Aber durch die Änderungen, die da mit reingekommen sind, ja. Gucci, nehmen wir mit. Da kann man natürlich auch nochmal einen Char hochspielen. So, jetzt haben wir wieder dieses Spiel. Es ist keine Aufgabe ab, wo ich Ich sagen frage würde, mich, ah was ja, nee, fuck Azeroth off. uns mit diesen Das machen wir Echos nicht. sagen will. Das machen wir nicht. Wenn ihr ein bisschen in so einem Gebiet unterwegs seid, werdet Dieses ihr Echo relativ die könnte ich Aufgabe hier nicht mit diesem gerade Morgenbräu macht strahlen. irgendwie auch keine Sau. Ah, daran Das hier erinnere dann ich schon mich. eher. Ihr werdet, so würde ich sagen, relativ schnell ein Händchen dafür kriegen, welche Aufgaben gespielt werden und welche nicht. Und dann solltet ihr das auch ausnutzen und die Dinger abfarmen, um schnellstmöglich an EP zu kommen. Was mich jetzt selber hier ein bisschen behindert, ist halt, dass ich auf dem Char absolut kein Gear habe. Deswegen dauert es immer etwas, ja, länger, bis ich hier einen Mob tot habe und bin auf die Hilfe anderer Spieler angewiesen. So ein kleines bisschen. Aber wenn ihr einen Char habt, der, weiß ich nicht, 250, 300 Item-Level hat, irgendwie sowas in dem Dreh, damit könnt ihr dann halt, ihr seht es ja jetzt hier, ich brauche ewig für den Mob. Wenn ihr da raus seid aus dieser Reichweite, dann könnt ihr die Aufgaben auch selbst deutlich effizienter und schneller abschließen. Gleichzeitig immer mal ein bisschen gucken. Dieses Auslöschung der Lepra-Gnome hier ist noch ein sehr beliebtes Ziel, zumindest hier in der sengenden Schlucht. Da werden wir dann als nächstes hinflattern. Ich gehe davon aus, wenn das Ding hier fertig ist, müsste auch wieder so ein Teil kommen, wo man Hogger oder Kleiner umbrödelt. Und das wollen wir natürlich auf jeden Fall haben. Das sind die Dinger, die gehen am schnellsten und die geben die beste EP. So, 20% Hammer, heißt 80 fehlen noch, easy.
Und dann haben wir in... Gut, es hat ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht oder als ich gehofft hätte. Aber trotzdem, etwas mehr als 10 Minuten für 3 Level, würde ich jetzt mal behaupten, sind okay. Jetzt ist dieses Auslöschung der Lepragnome fertig. Das wollten wir nicht unbedingt, aber das wollen wir. Erinnerung an HK, die dritte Aufgabe, wo man nur einen einzigen Mob umpölen muss. Gleichzeitig immer mal in die Taschen gucken, ob wir irgendwas an Gear bekommen haben. Nö, haben wir nicht. Und wenn der stirbt, könnte es sogar schon sein, dass dann wieder Ragnaros beschworen wird. Was theoretisch sogar fürs Leveln nicht so gut ist, weil der ein bisschen länger dauert. Aber jetzt haben wir 450er Handgelenke. Holy shit. Was geht ab? 450er Handgelenke. Und wir haben ja theoretisch diese Waffe bekommen, aber leider einen Einhandstreitkolben. Ja, und jetzt dann noch Ragnaros töten. Und dann sollten wir höchstwahrscheinlich Level 70 sein. So, Ragnaros noch 5% ungefähr. Dann geht er down. Und? Please, gib mir das Level ab. Nein! Alter, 500 EP fehlen mir halt einfach noch. Das ist richtig toxisch. Aber zum Glück sind direkt im Anschluss die anderen Aufgaben wieder am Start. Jetzt hauen wir dann halt hier noch diesen Kleiner um. Und dann haben wir alles geschafft, was wir wollten. Jetzt habe ich in, weiß nicht, paar 20 Minuten, glaube ich. Na, 30 Minuten den Char von 61 auf 70 gespielt. So ungefähr. Und hatte ich nicht vor am heutigen Abend. Aber wenn man schon mal dabei ist, ne? Was macht... Warum kriege ich da bei dem ersten Kill von dem nie die EP richtig angerechnet? Das sagt. Das war eben auch schon. Hätte es das nicht zweimal jetzt gemacht, wären wir schon längst fertig. Toxic. So, zum Abschluss hauen wir nochmal alles raus. PI. Und jetzt bin ich 70. Düdüm. Erreiche Stufe 70. Wunderschön. Und ja, alles in allem hat mir der Weg jetzt alles gemacht nach Pre-Patch, bis auf ein Event. Wie gesagt, ich hatte ungefähr 2000 Erinnerungsreste. In der Zeit haben wir jetzt 9 Level gemacht und rund ja, 13.000 Erinnerungsreste. Das würde ich sagen, ist eine ganz gute Quote. Kann ich jetzt auf meinen Main schicken. Das ist alles, wie gesagt, in ungefähr... so eine halbe Stunde, vielleicht 5 Minütchen mehr. Ja, jetzt kann ich mir zum Beispiel davon einen Mount kaufen. Vergesst nicht, diese Währungsschnipsel, diese Schniepis hier, könnt ihr euch auf die Warband Bank packen. Dann könnt ihr euch davon einen Erbstückring holen am Ende, wenn ihr lustig seid. Also ja, muss sagen, good job an Blizzard, wie sie das Event hingebogen haben. Finde ich gut. Hat mir gefallen. Und damit habe ich jetzt, glaube ich, den 17. Char oder so auf Level 70. Das war definitiv nicht geplant, aber gut. Unverhofft kommt oft. Oder so. Ihr könnt nicht noch mehr dieser Gegenstände tragen. Muss ich jetzt 3 Stück löschen davon? Oder wie? Ja, muss ich. Nice. Good job. Aber gut, ihr habt es gesehen. Das Ganze geht ziemlich gut. Macht's gerne nach, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns damit beim nächsten Video wieder. Was habe ich getan? Warum geht das immer in die erste Truhe? Obwohl ich das gar nicht will. Aber gut, ihr seht's, es lohnt sich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Reingehauen.